In diesem Video erzähle ich euch ein bisschen, wie ich mich auf meine Walt Disney World Reise vorbereitet habe. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, bald geht's für mich los Richtung Orlando, Florida und Walt Disney World. Sehr, sehr aufgeregt. Ich war ja vorher noch nie dort. Und in diesem Video möchte ich euch jetzt nochmal kurz ein bisschen was erzählen, was wir nochmal gebucht haben, wie ich mich darauf vorbereitet habe und euch ein paar Tipps zu geben. Und ich denke auch, dass ich nach dem Urlaub auch nochmal so ein Resümee-Fazit-Video machen werde, um euch auch nochmal zu sagen, was ich vor Ort für Tipps hätte, etc. pp. Aber jetzt, das ist alles, was ich jetzt im Vorhinein gemacht habe. Also, wie ich mich darauf vorbereitet habe, was ich alles gemacht habe, zum Beispiel schon vorher oder was ich erledigen musste, wie zum Beispiel ESTA-Anträge, etc. pp. Ja, ich versuche das einigermaßen strukturiert zu machen. Ich hatte während der Vorbereitung mir hier alles notiert, was ich gemacht habe, was ich wie geguckt habe, gehört habe, um mich vorzubereiten. Ja, wir legen los mit der Buchung. Ja, wir haben ja relativ kurzfristig gebucht. Viele Leute buchen ja Walt Disney World ein Jahr, mehr als ein Jahr oder einige Monate vorher. Und bei uns war es also, wir haben, glaube ich, Ende Oktober gebucht. November kam, glaube ich, das Ankündigungsvideo, das kann ich mir genau erinnern, oder auch Ende Oktober. Auf jeden Fall war jetzt nicht mehr so viel Zeit zwischen Buchung und Reise. Ja, es geht ja los am 18. Januar. Und ja, was haben wir gebucht oder wie habe ich das Angebot rausgesucht? Also ich hatte im Vorhinein schon gehört, buch am besten Walt Disney World über die Irland-Seite. Nicht über die USA-Seite, weil die Irland-Seite hat sehr, sehr viele Angebote. Und ich wollte immer nach Walt Disney World einmal ohne Kind. Und eigentlich wollten wir ja letztes Jahr nach Walt Disney World zur Christmas Season, aber ihr wisst, warum es nicht passiert ist. Und dann dachten wir, okay, passt eigentlich ganz gut im Januar, denn mein 30. Geburtstag steht ja auch noch bevor. Und deswegen, also am 13. Januar werde ich 30 und am 18. Januar fliegen wir. Also es ist sozusagen mein Geburtstagsgeschenk von meiner Mama für mich. Und ja, meine Mama kommt mit und zwei ihrer Freundinnen. Das fragen mich nämlich auch viele, ob ich alleine fliege. Nein, ich fliege mit meiner Mama und zwei ihrer Freundinnen. Warum zwei ihrer Freundinnen? Weil meine Mama nicht den ganzen Tag mit mir in den Parks unterwegs sein kann. Das schafft sie nicht. Und dann können sie zusammen am Pool chillen oder Sonstiges machen. Und ich bin dann allein in den Parks vielleicht einen halben Tag oder so unterwegs. Genau, dass sie nicht ganz so alleine ist. Ja, wir haben über Irland gebucht, hatte ich ja schon erwähnt. Und da hatten wir das Angebot, oder während der Zeit, wo wir gebucht haben, gab es das Angebot, dass es ein Guthaben für Essen gibt, also Dining, was man täglich aufbrauchen konnte. Der Magic Maker ist inkludiert und ein 100-Dollar Einkaufsgutschein. Das mit dem Dining, das kommt drauf an, welche Hotelkategorie ihr bucht. Also wir sind jetzt ja im Pop Century Resort und das ist ja das günstigste Hotel oder einer der günstigen Hotels, die man buchen kann. Und deswegen ist unser Dining-Guthaben am geringsten, weil wir ja auch das günstige Hotel gebucht haben. Ich habe tatsächlich damals ausgerechnet, wenn wir jetzt ein höherpreisiges Hotel gebucht hätten, wie die Auswirkung auf das Dining gewesen wäre. Weil wir essen müssen wir sowieso. Und wenn der Unterschied nicht so groß gewesen wäre zwischen Dining und Hotel, dann hätten wir, glaube ich, auch ein höherpreisiges Hotel gebucht. Aber ja, das müsst ihr dann mal auskalkulieren und es gibt immer wieder neue Angebote auf der Irland-Seite. Also wenn ihr jetzt guckt oder irgendwann buchen wollt, kann es sein, dass es dasselbe Angebot natürlich nicht mehr gibt. Und ja, deswegen haben wir 36 Dollar pro Tag fürs Dining und das dann halt durch vier, weil wir vier Personen in einem Zimmer sind. Es gibt es auch nur als Zimmer Guthaben sozusagen. Also wenn, auch wenn ihr zu zweit seid, habt ihr auch 36 Dollar. Aber da wir zu viert sind, haben wir 36 Dollar durch vier. Das heißt 9 Dollar pro Tag pro Person. Kann man sich mal schon irgendwas zum Frühstücken oder einen Snack oder sowas holen. Ja, ist ganz okay. Wie gesagt, dann 100 Dollar Einkaufsgutschein. Mal gucken, wie wir den verwerten. Und der Memory Maker ist ja drin. Das ist sozusagen der Fotopass für Walt Disney World. Und der kostet, glaube ich, auch schon allein 200 Dollar. Und der war auch inkludiert. Das heißt, ganz viele Fotopass-Bilder für mich.
Ja, und das hatten wir ja gebucht. Wir sind vom 18. bis zum 28. Januar im Pop Century Resort. Und da plane ich natürlich auch ein Hotelvideo zu machen, eine Roomtour und ja, euch einen Eindruck von dem Hotel zu geben. Ja, da sind wir 10 Tage und dann 9 Tage im Park. Und danach haben wir ja noch die Disney Cruise gebucht. Die geht vom 28. Januar bis zum 31. Januar, startet in Port Canaveral. Ungefähr, um euch eine Range zu geben, also vom Pop Century zum Port Canaveral ist es ungefähr 1 Stunde mit dem Auto. Also man fährt noch ein Stück bis zu dem Hafen. Und da komme ich noch gleich zu bezüglich Shuttle etc. Genau, und dann geht es los von Port Canaveral, dann geht es Richtung Bahamas, Nassau. Da habe ich geplant, nicht vom Schiff zu gehen. Also man kann an von Bord gehen, aber wir sind im Prinzip nur 2,5 Tage auf dem Schiff. Und ich möchte diesmal auch den Pool benutzen und die Rutschen, weil als ich letztes Mal auf der Disney Magic war, war es mir zu kalt für Pool und Rutschen. Und jetzt möchte ich in den Tag in Nassau mich einmal entspannen und auch nach den 10 Tagen Walt Disney World würde das ganz gut sein. Deswegen, ja, Nassau interessiert mich jetzt nicht so sehr. Eher das Schiff und die Aktivitäten und so ein bisschen entspannen auf dem Schiff. Und dann am zweiten Tag geht es nach Castaway Key. Das ist ja die eigene Disney-Insel. Also nur Disney-Cruise-Schiffe dürfen an diese Insel anlegen. Und das war auch so einer meiner Träume, sozusagen auf der Bucketlist, einmal nach Castaway Key. Da gehen wir natürlich von Bord. Und ja, da gibt es dann sozusagen einen kleinen Zug, der einen zum Strand bringt. Da kann man schnorcheln und etc. Man kann auch ein Fahrrad mieten und um die Insel fahren. Man kann auch 5K-Run machen. Aber wir werden da tatsächlich nur mit diesem Zug zum Strand fahren. Ich werde schnorcheln gehen und die anderen werden am Strand entspannen. Aber es gibt ganz, ganz viele Aktivitäten und ja, ich werde den ganzen Tag dann wahrscheinlich im Meer verbringen und hoffen wir, dass gutes Wetter dann auf den Bahamas ist. Ja, und dann geht es am 31. Januar wieder zurück nach Deutschland und dann bin ich wieder hier am 1. Februar. Wir fliegen mit der Lufthansa direkt von Frankfurt nach Orlando. Das glaube ich so, ein Hinflug ist ungefähr 10 Stunden und der Rückflug ist ein bisschen kürzer. Alles zur Einreise kommen wir auch noch, was ich alles vorher noch erledigen musste und was man alles braucht. Aber ich werde darüber auch noch im Vlog erzählen. Das heißt, es wird ein Anreisevideo geben etc. Und da werde ich auch alles erzählen, wie es abläuft, was ich vorher machen musste und wie es am Flughafen dann auch im Endeffekt war. Ja, kommen wir zu den Vorbereitungen, die ich getroffen habe, also wie ich mich da informiert habe. Natürlich hört man hier und da mal in den Stories, Walt Disney World, die Attraktionen sind toll etc. Aber ich habe auch gehört, man sollte sich für Walt Disney World unbedingt vorbereiten, sonst ist man planlos und weiß gar nicht, wo, wie, was, wo man steht. Genau, also wie habe ich mich vorbereitet? Ich habe YouTube-Videos geguckt, ich habe Podcasts gehört und ich habe Bücher gelesen. Und da zu den einzelnen drei Kategorien kommen wir jetzt. Und ich gebe euch natürlich die Namen. Findet auch links in der Infobox alles unbezahlte Werbung. Teilweise habe ich auch Tipps von euch bekommen, welche YouTube-Kanäle ich mir anschauen soll. Und wenn ihr weitere Tipps noch habt für mich, die ich jetzt hier nicht irgendwie erwähnt habe, schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare. Ja, kommen wir zu den YouTube-Kanälen, die ich mir in den letzten Tagen und Wochen regelmäßig angeschaut habe. Und zwar einmal Adam Hayton. Ich weiß nicht, also ich schreibe die Namen hier auch nochmal rein. Er kommt aus England. Man kennt ihn also er hat immer dieses Morning. Das sagt er immer, das ist irgendwie auch auf seinen Merchandise-T-Shirts und Hoodies. Wahrscheinlich kennen ihn viele und er war tatsächlich jetzt zur Christmas Season in Walt Disney World und vloggt immer sehr, sehr lange. Also die Vlogs sind sehr, sehr lang. Und die habe ich mir einmal angeschaut, wo er zu Christmas Season war. Dann Disney in Detail, ist auch eine Dame aus Großbritannien, war auch zu Christmas Season da, hat auch gevloggt und die wird jetzt auch im Januar tatsächlich da sein, um den Dreh, wenn ich da bin. Genau, also bei ihr, also sind alles englische Vlogs natürlich, aber kann man sich gut drauf vorbereiten. Das sind auch richtige Walt Disney World Pros, also die sind sehr, sehr oft in Walt Disney World. Dann habe ich mir DFB Guide angeschaut. Disney Food Blog heißt DFB. Aber die machen nicht nur Tipps zu Food, aber auch ganz, ganz viel Food, aber auch generelle Tipps. Welche Reisezeit sollte man nach Walt Disney World? Wann ist es günstig? Etc. Also die haben ganz, ganz viele Videos rund um Thema Essen, aber auch allgemein zu Walt Disney World.
Dann ähnlich wie DFB-Guide ist allears.net. Die machen auch viel ums Essen, aber auch generelle Tipps. Ja, welche Season, wie teuer, was sollte man vermeiden, etc. Also ihr könnt da bei den beiden Kanälen ruhig mal nachschauen und euch dann angucken, was euch interessiert. Und der letzte YouTube-Kanal, den ich euch noch empfehlen kann, ist The Tim Tracker. Er wohnt in Orlando mit seiner Familie und ist auch gefühlt ja, sehr, sehr oft in Walt Disney World, aber auch auf der Disney Cruise und auch jetzt vor kurzem in Aulani auf Hawaii. Seine Vlogs gucke ich auch ganz gerne und er ist halt auch Walt Disney World Pro. Kann man das so sagen? Ja. Also das waren jetzt so die YouTube-Kanäle, die ich wirklich sehr, sehr oft geguckt habe in den letzten Tagen und Wochen, um mich darauf vorzubereiten. Kommen wir zu Podcasts und was Deutschem. Also die ganzen Kanäle sind auf Englisch. Wenn ihr nicht so englisch-affin seid, dann guckt dann nach meine Vlogs. Oder hört den Podcast von Mausgebabbel und Feenstaub und Mauseohren, also Jens und Bianca. Denn die haben tatsächlich schon zwei XXL-Folgen über Walt Disney World Tipps und Tricks gemacht. Gibt es bei Spotify, Apple, also ne, wo alles, wo es Podcasts gibt. Und ich habe mir tatsächlich schon beide Folgen angehört und ja, das sind ja natürlich auch Walt Disney World Pros und kann man sich gut mal beim Autofahren oder zu Hause anhören. Ich habe auch ganz fleißig mitgeschrieben. In der letzten Folge haben sie mich auch über Restaurants oder so und Snacks gesprochen. Da habe ich mir einige Sachen aufgeschrieben. Genau, also bei den beiden auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr einen Walt Disney World Trip plant. Und dann kommen wir noch zu zwei Büchern, die ich mir durchgelesen habe. Und zwar einmal, gibt es auch bei Amazon, Links findet ihr unten in der Infobox. Einmal dieses Birnbaums Walt Disney World, The Official Vacation Guide. Und das könnt ihr tatsächlich auch schon, bevor ihr irgendwas bucht, euch zulegen. Wenn ihr irgendwann mal sagt, irgendwann Walt Disney World, möchten wir mal hin, dann könnt ihr euch das schon kaufen. Denn da gibt es auch, jedes Hotel ist beschrieben, welche Hotel zu euch am besten passt, etc. Also es ist wirklich von A bis Z alles dabei. Restaurants, alle Parks, Tipps, Hot-Tipps. Es gibt auch hinten so einen Notizenbereich, wo ihr was eintragen könnt. Ganz viele Telefonnummern. Also Restaurants wird eingegangen. Entertainment-Shows, ist nicht ganz up-to-date. Jetzt zum Beispiel der Genie Plus ist jetzt hier nicht drin. Da gibt es hier noch den Fastpass, aber das Genie Plus-Ding ist ja relativ neu. Und ich denke mal, vielleicht wird es auch demnächst mal eine neue Ausgabe geben. Die ist von 2019. Aber kann ich jedem ans Herz legen, hier dieses Buch sich zu kaufen. Und das zweite Buch hat mir die liebe Niki ausgeliehen. Von auch Adam Hatton. Ich weiß nicht, wie sein Nachname ausgesprochen wird. Auf jeden Fall Dream Guide, an Official Guide to Walt Disney World 50th Anniversary Edition. Ja, habe ich tatsächlich noch nicht ganz so viel gelesen, aber werde ich mir auf jeden Fall ins Flugzeug nehmen. Achso, hier seht ihr ihn übrigens. So sieht er aus. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen, weil das hier werde ich nicht mitnehmen. Das ist mir ein bisschen zu groß, aber das hier werde ich mir mitnehmen und hier und da mal ein bisschen durchstöbern und durchlesen. Müsste es auch bei Amazon geben. Ansonsten verlinke ich euch einen anderen Link, wo es das Buch gibt. Und wie gesagt, ausgeliehen von der lieben Niki. Ja, das waren jetzt erstmal so die Sachen, wie ich mich vorbereitet habe. Ich habe mir dann in meinem Notizbuch hier jeden Tag aufgeschrieben, welchen Park ich besuchen werde. Weil das ist tatsächlich ähnlich wie in Disneyland Paris, man muss sich Parkdays reservieren. Also wenn ihr gebucht habt, könnt ihr dann in der My Disney Experience App oder halt online, wenn ihr euch in eurem Account einloggt, Tage reservieren. Das müsst ihr auch vorab machen, sonst kommt ihr nicht in den Park. Wie gesagt, ähnlich wie in Disneyland Paris und das habe ich im Vorhinein gemacht und mir dann jeden Tag hier reingeschrieben, wo ich in welchen Park gehe, wie die Öffnungszeiten sind an dem Tag und werde dann auch noch reinschreiben, welches Restaurant ich dann besuchen möchte, welche Attraktionen eventuell an dem Tag. Und das habe ich mir zuerst alles aufgeschrieben und dann habe ich mir noch aufgeschrieben so ein paar Highlights, Tipps, Restaurants pro Park. Es gibt ja vier Parks, Epcot, Animal Kingdom, Hollywood Studios und Magic Kingdom. Und für jeden Park habe ich mir eine Seite aufgeschrieben mit Restaurantempfehlungen, mit Shows, die da zurzeit dann laufen werden. Und so werde ich mich so da langhangeln. Aber in den Vlogs werde ich euch natürlich die Tipps
auch weitergeben und was ich alles da so erlebe. Was ich im Vorhinein noch machen musste oder machen konnte, ich habe mir jetzt auch schon ein Magic Band ausgesucht. Früher in den Disney-Buchungen gab es den Magic Band kostenlos, also eine einfache Einmal-Farbe-Version. Es gibt ja Designs über Designs von Magic Bands. Die sind nicht mehr kostenlos, aber wenn man vorher sich einen bestellt, der wird dann ins Hotel geliefert, ist es günstiger. Ich habe mir jetzt einen ausgesucht. Ich kann euch gerne mal hier einen Link, ein Foto reinpacken von meinem Magic Band. Das ist der zum 50. Geburtstag mit dem Schloss drauf. Es ist so cremefarben, das passt dann auch gut zu den ganzen Outfits. Und ich zahle jetzt für den $20 anstelle von $35. Ist okay. Tatsächlich habe ich mir nur ein Magic Band ausgesucht, weil der Magic Band ist kein Muss. Man bekommt auch eine Hotelkarte, mit denen man in die Parks kommen kann. Man muss auch nicht mit der, man kann auch mit der Karte bezahlen oder mit der Kreditkarte direkt, wenn man irgendwas kauft. Aber Magic Band, also einfach fürs Feeling wollte ich ein Magic Band haben, weil es irgendwie dazugehört. Aber wie gesagt, die anderen drei haben kein Magic Band, weil ich glaube, die brauchen dieses Feeling nicht unbedingt. Dann habe ich mir ein Restaurant reserviert. Also Restaurantreservierungen machen 60 Tage vorher auf. Und wenn ihr Restaurants buchen oder reservieren wollt, wie Be Our Guest oder Cinderella's Royal Table heißt es, glaube ich, da müsst ihr wirklich direkt am ersten Tag reservieren, sonst sind sie weg. Und ja, ich habe eine Reservierung bei Be Our Guest gemacht. Das ist die einzige Tischreservierung, die ich gemacht habe, weil an den anderen Tagen reichen uns Quick-Service-Restaurants. Ist auch günstiger. Und Be Our Guest ist halt tatsächlich, glaube ich, zwischen $60 und $70 pro Person. Aber das wird sozusagen mein Geburtstagsessen sein. Als großer Schön und das Biest-Fan musste ich unbedingt zu Be Our Guest. Die Atmosphäre soll super sein. Und ja, auf das Essen freue ich mich tatsächlich sehr. Das ist, glaube ich, so in der Mitte von unserem Urlaub. Ja, also Restaurantreservierung unbedingt, wenn ihr Restaurants auf der Liste habt, die ihr unbedingt besuchen wollt, auf jeden Fall 60 Tage vorher reservieren. Die Fastpässe, habe ich ja schon erzählt, die alten gibt es nicht mehr. Vorher konnte man auch Fastpässe reservieren vorher, das geht jetzt nicht mehr. Gibt nur noch Genie Plus, das ist die, es gibt Genie Plus und Lightning Lane, das sind die drei Sachen. Aber darauf werde ich dann in den Vlogs genauer eingehen, weil jetzt hier das zu erklären sprengt den Rahmen und ist ja jetzt auch nicht so wichtig für ein Vorbereitungsvideo. Also es gibt nur diese drei Sachen. Genaueres erkläre ich dann in den Vlogs. Eine andere Sache, die auch nicht mehr kostenlos ist in der Disney World Buchung, ist der Shuttle. Vorher gab es den Magical Express, der euch am Flughafen zu eurem Hotel Resort gebracht hat. Das ist ab 01.01.2022 nicht mehr gratis. Deswegen mussten wir einen Shuttle buchen. Und zwar ist es im Prinzip der Magical Express, nur jetzt halt kostenpflichtig und ohne Disney-Logo drauf. Und ich muss mal gucken, wie er hieß. Moment, Merz Connect. Genau, so heißt der Shuttle-Service, wenn ihr ihn denn dazu buchen wollt. Und kostet $16 One-Way. Wir haben tatsächlich nur One-Way gebucht, weil wir ja von der Cruise zurück zum Flughafen müssen und nicht von unserem Walt Disney World Resort. Ja, also Merz Connect packe ich euch gerne auch unten in die Infobox den Link. Da könnt ihr einen Shuttle buchen. Und natürlich gibt es auch Roundtrips. Also das habe ich voll gemacht. Dann natürlich, egal wo ihr nach Amerika fliegt, braucht ihr ein ESTA-Formular. Das ist im Prinzip so eine Art Visum. Vielleicht habt ihr das noch, aber ich glaube, das ist 2 Jahre gültig, das ESTA-Formular. Und da ich in den letzten 2 Jahren nicht in Amerika war, musste ich das beantragen. Geht ganz einfach, kostet $14, glaube ich, also auch gar nicht so teuer. Und ich hatte es, glaube ich, morgens beantragt um 9 und um 11 wurde es schon genehmigt. Also man ging auch richtig schnell. Das heißt, ich darf einreisen in die USA. Ja, also das auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ihr müsst ein ESTA-Formular beantragen für die Einreise nach Amerika. Dann habe ich schon den Hotel-Check-In gemacht und auch den Check-in auf der Disney Cruise-Seite. Das kann man im Vorhinein machen und mittlerweile muss man auch gar nicht mehr zur Lobby theoretisch, wenn man in einem Disney-Hotel vorher eingecheckt hat. Man kann mit seinem Handy einfach auch schon die Tür öffnen. Das steht auch in der My Experience-App, welche Zimmernummer ihr habt, aber ich möchte ja auch mein Magic Band und so abholen und noch was anderes, dazu kommen wir auch noch später. Ja, das habe ich jetzt im Vorhinein gemacht, eingetragen, wann wir ungefähr ankommen, Check-in. Und tatsächlich eine Präferenz angegeben, das kann man machen. Und zwar
ist das Pop Century recht groß. Ich glaube, 10 Gebäude insgesamt. Und meine Mama ist nicht so gut zu Fuß. Deswegen habe ich angefragt, ein Hotelzimmer in der Nähe der Lobby und der Transportation Mode sozusagen zu kriegen, damit sie jetzt nicht durch das ganze Resort laufen muss. Ob wir es wirklich bekommen, jetzt kommt hier gerade die Sonne rein. Ob wir das wirklich dann bekommen, werden wir vor Ort sehen. Das können wir natürlich nicht garantieren, aber es ist jetzt keine High Season. Und ich hoffe, dass wir das in der Nähe von der Lobby dann kriegen. Ja, und auf der Disney Cruise mussten wir uns auch vorher einchecken. Das ging auch über die App, ganz problemlos. Man musste vorher erstmal Zahlungsmittel eintragen, also wie man auf dem Schiff dann am Ende bezahlen will, ob mit Kreditkarte oder Cash am Ende. Das musste man eintragen, da konnte man auch schon die Kreditkarte hinterlegen. Und man musste nicht sagen, wann man ankommt. Auf jeden Fall haben wir auch schon unseren Online-Check-in bei der Disney Cruise gemacht. Wie gesagt, geht über die App. Ah, und dann kriegt man auch dann darf man sich aussuchen, wann man am Hafen ankommt. Das ist auch noch ganz wichtig. Port Arrival Time heißt das. Und wir sind, glaube ich, um 11:45 dran. Also das war die früheste Zeit, die ich auswählen konnte. Ich weiß nicht, ob es noch frühere Zeiten gegeben hätte, aber ich war mit dem Check-in tatsächlich 1-2 Tage später dran, als es aufgemacht hat. Also wir sind 11:45, haben wir Port Arrival Time und vorher darf man eigentlich gar nicht am Hafen ankommen. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil dazu komme ich gleich noch, Shuttle von Disney Cruise, wann die uns abholen. Wenn die uns abholen, dann kann das sein, dass wir vorher da sind. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Genau, Port Arrival Time und was braucht man für die Cruise? Das kann ich jetzt auch mal gerade ansprechen. Man muss vollständig geimpft sein, also 2 Impfungen. Und man muss tatsächlich 15 Tage vor der Cruise sich in so ein extra Portal einloggen, wo man das dann alles hinterlegt. Also den Impfstatus von allen, mit was man geimpft ist etc. Und am Tag der Cruise wird man auch noch vor Ort im Terminal getestet auf Kosten der Disney Cruise. Also man hat da keine eigenen Kosten. Das braucht man, um auf eine Disney Cruise zurzeit zu gehen. Also vollständige Impfung und dann der Test, der dann hoffentlich dann negativ ist vor Ort. Und wenn wir gerade schon dabei sind, was braucht man für die Einreise generell in die USA? Ihr müsst auch vollständig geimpft sein, 2 Impfungen. Die dritte ist noch kein Gespräch, aber weiß ich nicht, ob sich das irgendwann mal ändert. Also 2 Impfungen auf jeden Fall plus ein Antigentest, der, ich glaube, nicht älter ist, 24 Stunden sein darf. Egal, also ich mache auf jeden Fall einen Tag vor der Abreise, mache ich meinen Antigentest. Und ich habe tatsächlich gelesen, es empfiehlt sich, einen Antigentest zu machen mit einem QR-Code drauf, also den ihr dann auch theoretisch in die Corona-Warn-App einpflegen könntet. Und das habe ich gelesen, soll besser sein für die Airline, dann hat man weniger Probleme, weil es dann wirklich offiziell nicht so ein Kiosk um die Ecke ist, wo ihr euren Schnelltest machen könnt. Gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Deswegen, ja, am besten ein mit QR-Code, damit es auch keine Probleme gibt. Die muss man tatsächlich, die beiden Sachen, also Impfstatus und den negativen Test, muss man der Airline vorweisen. Und dann bei der Einreise in den USA interessiert es wohl keinen mehr, Impfstatus oder Test. Also die Airline ist in der Pflicht, das zu kontrollieren und dass es alles auch alle seine Richtigkeit hat. Und in den USA zeigt ihr dann nur noch euer ESTA und dann seid ihr im Prinzip drin. Ob es wirklich so ist, werde ich dann bei meinem Einreisevideo euch erzählen. Ja, habe ich jetzt alles erzählt zur Disney Cruise Check-In. Das haben wir alles erledigt. Walt Disney World habe ich eigentlich auch schon alles erledigt. Das steht. Ah, wir haben ein Upgrade bekommen bei der Disney Cruise. Wir haben ja ein Inside Standard Room Kabine gebucht. Also eine Innenkabine, eine Standard Innenkabine. Und dann habe ich irgendwann mal in die App geguckt und auf einmal haben wir eine Deluxe Ocean View Kabine, sogar behindertengerecht. Also wir haben jetzt keinen Rollstuhlfahrer oder so in unserer Gruppe. Aber die ist tatsächlich auch größer gebaut und so. Also ich bin sehr gespannt und halt mit Ocean View, also mit 2 Fenstern, wo man auch rausgucken kann. Fand ich schon ganz nett, muss ich sagen, von Disney Cruise. Also ich freue mich dann mal, also es ist dann wieder eine Mehrblickkabine, denn auf der anderen Disney Cruise hatten wir auch eine Mehrblickkabine, aber eine normale. Und jetzt ist es eine Deluxe mit sogar behindertengerecht. Also wird bestimmt den einen oder anderen auch interessieren. Und wir fahren auf der Disney Dream. Habe ich auch noch nicht erwähnt. Genau, auf der Disney Dream fahren wir. Oh, ich rede schon so viel. Oh. Ja, dann habe ich mich darüber informiert, welche Attraktionen geschlossen haben. Das solltet ihr auf jeden Fall auch für Disney in Paris machen. Denn auch in Walt Disney World ist im Januar die Low Season.
Und da machen natürlich auch einige Attraktionen zu für Renovierungen etc. Ja, leider sind zwei große Attraktionen geschlossen, wenn ich da bin. Splash Mountain, also die Wasserbahn in Magic Kingdom tatsächlich. Und die wird ja auch irgendwann mal in Küstin Frosch umgebaut. Und wahrscheinlich werde ich sie dann erst als Küstin Frosch-Version sehen, weil ja, ich jetzt noch keinen nächsten Walt Disney World Trip geplant habe. Da muss ich mal nach Disney in Anaheim. Ich weiß nicht, ob er da umgebaut wird, aber da gibt es auch noch den Splash Mountain. Sehr, sehr schade. Keine Wasserbahn für mich in Walt Disney World. Und Expedition Everest im Animal Kingdom. Ja, jetzt geht's wieder los hier. Simone hat ihren Ton nicht ausgemacht. Ich lerne nie draus. Ja, Expedition Everest im Animal Kingdom ist tatsächlich eine der coolsten Achterbahnen oder eine der besonderen Achterbahnen, die es gibt in Walt Disney World. Leider auch und wegen Renovierung geschlossen. Aber wie auch im Disneyland Paris kann das passieren. Man ist davor nicht geschützt und ja, muss ich halt irgendwann nochmal nach Walt Disney World fliegen. Und tatsächlich auch der Skyliner, weil ich habe das Pop Century ausgewählt, weil es einen Skyliner-Access gibt. Es gibt ja, also wir haben als Transportation Mode zum Park Bus oder halt den Skyliner. Der Skyliner fährt zu Epcot und Hollywood Studios. Der wird tatsächlich auch renoviert vom 23. bis zum 28. Januar. Also 5 Tage von meiner Reise können wir leider nicht den Skyliner benutzen. Auch sehr schade. Aber ich habe versucht, so die Tage zu Epcot und Hollywood Studios vorher zu planen. Und solche Animal Kingdom mache ich jetzt danach. Also ja, ich habe versucht, so gut es geht, den Skyliner dann auszunutzen, dass ich auch mal das eine oder andere Mal mit dem Skyliner nach Epcot und die Hollywood Studios fahren kann. Ihr könnt mit dem Skyliner auch zum Disney Caribbean Beach Resort fahren oder zum Riviera Resort. So viel rar, rar. Ja. Also das sind die Sachen, die großen Sachen, die renoviert werden oder geschlossen haben, während ich da bin. Also solltet ihr euch auf jeden Fall da vorher informieren. Und habe ich eben schon erwähnt, die Disney My Experience App. Solltet ihr euch auf jeden Fall vorher runterladen, auch die Disney Cruise Line App. Und euch schon mal einloggen, da seht ihr alles, wann ihr in welchem Park seid. Da könnt ihr auch reservieren, Restaurants. Da könnt ihr dann später die Genie Plus oder Genie benutzen oder Lightning Lane buchen. Also alles über die App. Es ist viel umfangreicher als in Disneyland Paris und auch viel besser strukturiert. Also ich bin gespannt. Man kann auch Mobile Ordering machen in jedem Quick-Service-Restaurant, was ich dann auch machen werde, was ich auch empfiehlt, weil es dann viel schneller geht und man nicht lange in der Schlange stehen muss. Ja, also Disney My Experience App ist auf jeden Fall ein Tipp, vorher runterzuladen, sich auch schon mal einzugrooven, wo was steht. Dass ihr da vor Ort nicht einfach erstmal euch mit der App beschäftigen müsst. Ich habe es ja eben schon erwähnt, der Shuttle von Port Canaveral oder ja, zur Cruise. Wir müssen ja irgendwie zur Cruise kommen. Es ist 1 Stunde entfernt von Orlando nach Port Canaveral. Und ich habe tatsächlich gegoogelt, man könnte einen Uber nehmen, man könnte auch sich so einen Limousinen-Service buchen etc. Aber ich habe mich tatsächlich dann dazu entschieden, den Disney Cruise eigenen Shuttle zu buchen, denn der holt einen am Disney Resort ab, also man bekommt sozusagen eine Info direkt also es ist halt alles so connected zusammen, man bekommt eine Info aufs Zimmer am Tag vorher, die holen euer Gepäck ab, man lässt das Gepäck irgendwo stehen, das wird dann direkt in den Bus gehievt und auch direkt aufs Schiff gebracht, das heißt, ihr müsst euch um euer Gepäck gar nicht kümmern, selbiges auf der Rückfahrt, also wir haben hin und zurück den Shuttle gebucht, kostet um die $65 hin und zurück. Also wir werden abgeholt am Pop Century. Uhrzeit bekommen wir dann auch noch gesagt. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das mit unserer Port Arrival Time zusammenhängt. Aber ich denke mal, die werden dann zur frühesten Port Arrival Time uns abholen. Ich bin gespannt. Das werden wir mal sehen. Genau, unser Gepäck wird abgeholt. Und dann werden wir direkt zum Schiff gekarrt. Und ja, haben da gar keine Angst, irgendwie dann zu spät zu kommen oder ne. Disney, da war ich mir tatsächlich, wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe den Disney Shuttle gebucht und auch auf der Rückfahrt zum Flughafen bringen sie uns dann. Da kümmern sich auch um das Gepäck, wird direkt in den Bus gepackt und dann werden wir zum Flughafen gebracht. Relativ früh, aber das war uns schon klar, weil man muss relativ früh vom Schiff runter, gegen 7, 8 Uhr morgens tatsächlich schon. Und ja gut, dann fahren wir noch 1 Stunde, aber unser Flug geht tatsächlich erst um 6 Uhr abends. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel lange Zeit am Flughafen, aber was sollen wir denn sonst machen? Wir haben so viel Gepäck dann dabei und
jetzt noch irgendwo einen Zwischenstopp in Orlando oder so. Nee, tatsächlich nicht. Und Mietwagen wäre natürlich auch eine Option gewesen. Aber ja, mit dem Gepäck und so. Nee, ich hatte jetzt auch keine Angst, in Amerika zu fahren. Aber nee, so ist es bequemer. Und dann haben wir halt ein bisschen länger Zeit am Flughafen, können dann noch rumschlendern. Und genau, also das nochmal zum Shuttle nach Port Canaveral. Es ist tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so weit weg ist, aber wir haben dann den eigenen Disney Shuttle gebucht. Ja, jetzt kommen wir noch zu zwei anderen Sachen. Und zwar habe ich jetzt noch vorher Dollar bestellt und werde es am Frankfurter Flughafen abholen. Ist natürlich jetzt nicht die beste Rate, die man machen kann, aber wir brauchen halt sowas, wir brauchen halt Trinkgeld. Also in den USA müsst ihr gefühlt jedem Menschen Trinkgeld geben. Das fängt ja schon an, jetzt hier bei dem Shuttle zum Disney Hotel, da müsst ihr auch dem Fahrer, dem Busfahrer Trinkgeld da lassen, so $1-2. Oder wenn euer Gepäck aufs Zimmer gebracht werden muss, müsst ihr auch $1-2, ich glaube pro Gepäckstück, ich glaube $1-2, müsst ihr ihm auch dann Trinkgeld geben. Und gefühlt in Amerika, die leben halt von dem Trinkgeld. Und deswegen wollte ich, habe jetzt, glaube ich, $150 wechseln lassen. Also das hole ich dann am Flughafen ab, um dann halt immer so ein bisschen Trinkgeld da zu haben. Den Rest werden wir mit Kreditkarte bezahlen. Ist natürlich auch einfacher vor Ort. Aber damit man halt ein bisschen Kleingeld hat fürs Trinkgeld. Ja, das habe ich im Vorhinein auch schon bestellt und hole ich dann am Frankfurter Flughafen. In diesem, ich weiß gar nicht, wie die Bank heißt, dieses, ist halt eine renommierte Wechselstelle sozusagen. Und ich weiß nicht, ob ich dasselbe jetzt, den selben Wechselkurs vor Ort bekommen hätte, aber so war ich auf der sicheren Seite. Und was ich jetzt noch machen werde im Vorhinein, vorher ist bei Amazon.com bestellen. Ja, und jetzt fragt ihr euch, warum wird sie bei Amazon.com, also in Amerika, bestellen? Man kann sich tatsächlich was online bestellen in Amerika und zum Hotel schicken lassen. Kostet $6, glaube ich, pro Paket. Und ich werde uns für den ersten Abend, also wo wir ankommen, ein Paket bestellen mit Wasser, mit Milch. Meine Mutter möchte sich solche Müsli mitnehmen und dann morgens dann, wir haben auch eben einen Kühlschrank im Zimmer, dann zum Beispiel ihr Müsli dann essen mit Milch. Ich werde Bananen, also Obst generell, Bananen, Äpfel, vielleicht Mandarinen bestellen. Das geht alles bei Amazon.com. Die haben sowas wie so ein Supermarkt bei Amazon.com. Dann verschiedene Snacks, Chips, Nüsse, all sowas werde ich vorher bei Amazon.com bestellen und es ans Hotel liefern lassen. Es gibt noch einen anderen Supermarkt, der auch verifiziert ist von Disney, der da liefern darf, und zwar Garden Grocer. Packe ich euch den Link auch unten in die Infobox, aber da ist es tatsächlich teurer. Also das Wasser allein ist da schon gefühlt doppelt so teuer wie jetzt bei Amazon.com. Ja, also das werde ich auf jeden Fall vorher machen, bei Amazon.com bestellen. Ist auch ein Tipp, machen viele, wenn sie zum Beispiel auch mit Babys unterwegs sind, da die Milch zu bestellen oder Windeln oder ja, so Gläschen. Machen ganz, ganz viele bei Amazon vorher bestellen. Und lohnt sich tatsächlich, bevor wir dann abends dann irgendwie ankommen. Wir landen um 18 Uhr, bis wir dann am Hotel sind, ist gefühlt 20 Uhr. Und dann noch da irgendwo in Walmart fahren oder Target oder wie sie auch immer alle heißen. Nee, und dann noch ein Uber, das kostet ja auch noch. Nee. Ist einfacher bei Amazon.com zu bestellen. Und das zweite Paket, was ich noch bestellen werde, ist bei Loungefly. Habt ihr in meinem Haul schon gesehen. Da werde ich mir tatsächlich auch was bestellen und ans Hotel liefern lassen, weil es halt, ja, es kostet zwar nur $6, und, aber so spare ich mir halt zum Beispiel den Versand nach Deutschland und den Zoll. Also bei Loungefly.com werde ich auch bestellen. Also ihr könnt theoretisch auch bei ShopDisney.com bestellen. Ihr könnt überall bestellen. Und ich glaube, es ist pro Paket $6, aber ich werde es dann nochmal in meinem Vlog genauer erzählen, wie viel es dann wirklich war. Aber es war, glaube ich, $6. Und was dabei wichtig ist, ihr müsst die Postleitzahl wissen. Und die Postleitzahl steht nicht bei Google Maps, glaube ich. Ich schreibe euch die Postleitzahl gern mal hier hin von Orlando, also wo die Resorts stehen, denn das habe ich in irgendeinem Vlog zufällig entdeckt. Genau. Ja, das noch als Tipp, als Vorbereitung. Das werde ich auch noch vor unserer Reise abschließen, die beiden Bestellungen. Dass es auf jeden Fall dann noch am 18. bei unserer Ankunft da ist. Ja, und das waren erstmal so meine Vorbereitungssachen, Tipps, also wie ich mich auf die Reise vorbereitet habe. Und das ist das Video jetzt auch sehr lang geworden. Was ich jetzt noch rausgefunden habe, zum Beispiel vorher, ist, es gibt so Refill-Mugs in den Hotels zu kaufen. Kostet $20. Und dann kriegt ihr so einen Cup, so einen Becher.
ist auch so ein QR-Code oder irgend so ein Barcode drauf. Und während eurer ganzen Aufenthalt im Hotel könnt ihr kostenlos diesen Becher immer auffüllen. Also für 20 Dollar, wenn wir 10 Tage da sind, können wir jedes Mal uns Kakao, Tee, Kaffee, Softgetränke an dieser Refill-Station holen, so viel wie ihr möchtet. Und das werden wir auf jeden Fall auch kaufen. Und ansonsten, was ich alles gepacke, dazu kommt noch ein extra Video. Da kann ich euch auch noch ein paar Tipps geben, was ich so bekommen habe vorher, was ich alles noch einpacke. Aber das würde jetzt hier auch wieder den Rahmen sprengen. Deswegen schaltet auf jeden Fall auch bei meinem Pack-Video vorbei. Da zeige ich euch auch meine Outfits, die ich geplant habe. Und in den Vlogs werde ich natürlich auch dann immer wieder mal Tipps und Tricks euch sagen, was sich bewährt hat. Und auf jeden Fall wird es auch nach der Reise ein Q&A-Video geben und auch nochmal ein Resümee-Video. Und ansonsten habe ich noch ein paar andere Videoideen, aber wenn ihr noch Videoideen oder Wünsche habt, was ich in Walt Disney World noch so machen soll, filmen soll, dann schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Universal wollte ich ja auch einen Tag noch besuchen, aber ich habe noch keinen Tag mir ausgesucht und auch noch kein Ticket gebucht. Das werde ich dann spontan machen. Es ist auch keine High Season in Orlando, wenn wir da sind im Januar. Deswegen ja, gucke ich mal, wann ich noch Universal reinpacke. Aber ich möchte unbedingt den Harry Potter Teil sehen. So, genug geredet. Ich muss jetzt immer was trinken. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen oder wird euch weiterhelfen, wenn ihr vielleicht mal nach Walt Disney World fliegt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!